Battlefield 2042 schreibt aktuell historische Zahlen, zumindest für 2042 Verhältnisse. Wir haben über 100.000 Spieler gleichzeitig zu Peakzeiten bei Steam und da sind noch nicht mal die Plattformen inbegriffen wie die Konsolen, PlayStation oder eben auch der EA Launcher oder eben andere Plattformen. Also wirklich 100.000 Spieler nur auf Steam. Wir haben eine neue Season. Zeit also einmal einen Blick zu werfen, warum Battlefield 2042 gerade so einen großen Peak an Spielerzahlen hat. Mehr dazu natürlich wie immer im Video bei deinem Sushi. Starten wir erstmal heute mit den positiven Faktoren an Battlefield 2042. Auch ich habe mich sehr viel über Battlefield beschwert, wo es damals zu Release rauskam und muss sagen, dass es wirklich eine Dreistigkeit war, was sie hier nach den grandiosen Trailern abgeliefert haben. Aber mittlerweile muss man auch sagen, nach vielen Restaurationsarbeiten und vor allen Dingen vielen Updates und Patches ist Battlefield 2042 inzwischen ein solides Spiel geworden. Vielleicht sogar ein wirklich toller Shooter mittlerweile. Aber es ist immer noch nicht das Meisterwerk, was wir uns bisher gewünscht haben. Nach dem Release des Spiels ist sehr viel passiert. Es gibt insgesamt 6 Seasons und vor allen Dingen viele Restaurationsarbeiten. So sind alle bekannten Maps aus dem Release einmal komplett überarbeitet worden und wir haben mittlerweile echt spielbare Maps bekommen. Die neuen Season Maps, die dann in den ganzen Seasons rausgekommen sind, insgesamt waren es an der Zahl jetzt nun 6, sind alle mal wieder besser und manche mal wieder schlechter. Bei der neuesten Map von Season 6 Redacted merkt man eben auch, dass sie ein wenig auf die Community gehört haben. Viele Fans schreien ja nach Oldschool-Maps bzw. Maps, die an die Oldschool-Klassiker angelehnt sind. Und so merkt man eben an der neuesten Map, dass sie doch ziemlich ähnlich ist wie Operation Metro. Die neueste Map Redacted merkt man schon sehr, dass man hier auf die Community hören wollte. Viele haben sich die Maps wie Operation Metro oder auch Operation Locker gewünscht und da geht eben auch die neueste Map Redacted hin. Es ist eine reine Infanterie-Map, keine Fahrzeuge, keine große taktische Tiefe oder ein wildes Level-Layout, sondern es ist einfach eng und man ballert sich quasi die Seele aus dem Leib. Zur Abwechslung ganz cool, ist aber meiner Meinung nach auch nicht die Zukunft von Battlefield und genau das ist eben auch das Problem. Battlefield 2042 hat jetzt knapp 2 Jahre nach Release eigentlich wieder ein bisschen den Weg auf den grünen Zweig gefunden. Aber die Frage ist, was ist denn nun eigentlich nach Battlefield 2042? Klar, wir haben jetzt einen hohen Spielerpeak und das Spiel läuft irgendwie. Aber man muss hier auch fairerweise sagen, das Spiel hat nur so hohe Spielerzahlen erreicht, weil es nach den ganzen Patches nun ein kostenloses Wochenende angeboten hat. Man konkurriert zwar aktuell sehr stark mit der MW3 Beta und man muss auch sagen, da 100.000 Spieler zu erreichen, muss man auch erstmal schaffen. Also das Interesse ist definitiv da am Spiel, aber es war eben auch ein kostenloses Wochenende. Viele Käufer wird man vermutlich nicht mehr anlocken können, zumindest für Battlefield 2042 und irgendwann muss man auch an die Zukunft denken. Ich gehe davon aus, dass es eine Season noch geben wird, vielleicht im Frühjahr oder Sommer 2024 und dann wird man vermutlich auch Battlefield 2042 langsam in den Ruhestand schicken. Die Frage ist nun, natürlich braucht so ein Spiel lange Entwicklungszeit und vor allen Dingen viele Kapazitäten. Nach dem Zustand von Battlefield 2042 wissen wir aber, dass sie sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben und dass das Ganze nicht mal ebenso gemacht ist. Jetzt ist natürlich die Frage zur Zukunft. Wurde überhaupt schon an einem neuen Battlefield gearbeitet? DICE hatte eigentlich angekündigt, dass sie die Arbeiten aufgenommen haben, beziehungsweise es ist schon durchgesickert. Die Frage ist natürlich aber, wie fortgeschritten sind die mit der Entwicklung von Battlefield 7 oder 6 oder wie man es auch immer nennen mag? Und vor allen Dingen, wie viel Kapazität ist überhaupt noch da, nachdem man so viel an Battlefield 2042 gearbeitet hat? Grundsätzlich muss man meiner Meinung nach immer noch nach Battlefield 2042 sich die Gedanken seitens DICE und vor allem generell der Entwickler machen, was macht Battlefield eigentlich aus? Und da merkt man halt wirklich bei Battlefield 2042 hat mir immer der rote Faden gefehlt, was das Spiel eigentlich sein möchte und vor allen Dingen hat man total das Augenmaß dafür verloren, was die Battlefield-Reihe überhaupt so groß gemacht hat. Eben ein echtes Kriegsschlachtfeld mit gutem Gunplay, gutem Movement und vor allen Dingen sehr viel Fahrzeug-Gameplay und sehr vielen epischen Momenten. Diese findet man in Battlefield 2042 leider sehr wenig, beziehungsweise am Release auf jeden Fall zu wenig. Die epischen Momente, die es teilweise zu Release nur gegeben hat, waren dann vorgefertigt und das muss eben nicht sein. Also, ich bin mal gespannt zur Zukunft von Battlefield 2042. Wer das Spiel aktuell noch gekauft hat oder generell Interesse daran hat, jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Battlefield 2042 ist ein sehr solides Spiel geworden und ein Blick definitiv wert, wenn ihr lange keinen Blick mehr reingewagt habt.
Genug von mir an der Stelle. Was sagst du dazu? Was sagst du zur Zukunft von Battlefield und vor allen Dingen zu der neuesten Season? Schreib gerne deine Meinung in die Kommentare. Alle Kommentare von euch werde ich natürlich wie immer beantworten. Wir sehen uns. Haut rein, euer Swishy.